Hallo und willkommen zurück hier zu Kena Bridge of Spirits in einem weiteren Teil hier auf unserer Meister-Geisterführer-Schwierigkeit. Und wir haben es im letzten Teil hier zu Tarus Baum geschafft und wollen jetzt ja da hoch auf Russos Berg. Und deswegen gehen wir direkt mal los und schauen mal, wie weit wir kommen. Hier erstmal wieder ein paar Fähigkeitspunkte einsammeln. Zack, 110 an der Zahl, okay. Sprintangriff, Gegenschlag. Oh, ich glaube, ich will den Gegenschlag. Dann warte ich das mal kurz noch ab. Und dann gucken wir mal, was uns hier oben so erwartet. Beziehungsweise, ich guck mal, ich glaube, hier unten gab es doch auch noch irgendwas. Naja, da ist ein Rott, guck mal. Davon wollen wir jetzt zu Beginn natürlich möglichst viele einsammeln. Zack, um hier auf die nächste Stufe zu kommen. Zack, 13 von 15, sehr schön. Da sind Gegner, um die kümmere ich mich wann anders. Jetzt wollen wir erstmal hier zu Russo hoch. Hoppala. Und einmal hier runter, da gibt es auch nochmal Fähigkeitspunkte. Zack. Mitgenommen. 120, 150 haben wir, glaube ich, gebraucht. Und jetzt kommen wir hier in das Gebiet von Russos Berg. Das müsste jetzt hier direkt sein. Naja, da ist es doch, der nächste Checkpunkt. Und ja, wir gehen jetzt hier auf den Berg. Vorher zeige ich euch aber noch, dass wir hier auch schwimmen können. Das ist tatsächlich erlaubt in dem Spiel. An wenigen Stellen muss man das wirklich. Hier ist es jetzt aber unbedingt nötig, um da hinten einen sehr gut versteckten Rott einzusammeln. Ich weiß noch nicht, ob ich alle einsammeln werde jetzt hier in der Meisterschwierigkeit, aber ich muss ehrlich sagen, meine Zwangsstörung hier zwingt mich wahrscheinlich dazu, das doch auch hier in dem Durchgang zu machen und alle 100 Rott zu finden. Ich finde, das immer gehört dazu zum kompletten Durchspielen eines Spiels. Zack. Und da ist er, der kleine Rott. Sehr schön. Okay, noch ein und wir haben die 15 parat und dann dementsprechend das nächste Level auch. Okay. Es dauert. Kann nicht wirklich schnell schwimmen, die Dame. Aber gut. Jetzt geht's hier ab den Berg hoch und wir gucken mal, was uns da erwartet. Ich weiß es natürlich grob. Das erste Mal bin ich ja schon durch, das ist noch nicht so lange her. Oh. Der ist mir letztes Mal nicht aufgefallen. Ja, der ist mir letztes Mal aufgefallen, genau. Aber interessanterweise glaube ich, diese Art von Gegner, weiß ich gar nicht, ob es die wirklich im Spiel gibt, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Ich bin mir nicht sicher, ob ich denen überhaupt mal begegnet bin. So, okay, der nächste Streit wartet auf uns. Zack. Okay, wir haben die Möglichkeit, einen zu heilen. Dann machen wir das direkt. Oh, da ist einer mit Schild. Eieiei. Oh, das sind zwei. Eieiei. Alter. Jetzt wird's aber tough hier. Zack. Okay, das erste Schild ist zerstört. Verdammte Axt, ey. Okay, so, jetzt fühle ich mich etwas sicherer. Okay. Zack, zack. Oh, ein bisschen Gesundheit wäre nicht schlecht. Da ist welche. Und da ist aber ein großer, verdammt. Oh, oh. Oh, oh. Das gefällt mir jetzt gar nicht gut. Okay, ich muss einen Konter hinlegen. Nice, okay, mit Ansage. Danke. So, und jetzt etwas heilen. So, alles klar. Okay. Und gekontert. Uff, jetzt hat er mein Schild durchbrochen. Das ist schlecht. Jetzt muss ich warten, bis das wieder auflädt. Oh. Komm schon, lad wieder auf. Lad wieder auf. Okay, alles klar. Das war zu früh. Das war auch zu früh. Und mein Schild ist wieder down. Aber wir haben den Rottpunkt, also können wir die Superattacke starten. Bam.
Uff. Okay. Das hat geklappt. Konter noch nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle, aber der Kampf war nicht verkehrt. Alles gut. Es war knapp, aber es war gut. So, also, wir haben das nächste Gebiet befreit. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Eule hier und reparieren den kleinen Altar. Denn auch das gibt immer Fähigkeitspunkte. Oh, hier ist auch ein Stein, sehe ich gerade. Da ist ein Rott drunter, den wir uns auf jeden Fall auch sichern sollten. Zack. Das gibt ein paar Punkte. Dann holen wir uns doch den kleinen noch hier. Blapp. Ist das Nummer 15? Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, da haben wir. Level 2. Cool. Das ist unser zweiter Rottpunkt. Jetzt haben wir 2, um im Kampf einzusetzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann geht's weiter. One of Taro's memories. Okay. Taros Erinnerung, der folgen wir. Schnell hinterher. Oh, ihr fliegt aber ganz schön weit. Komm zurück. Oh, ist hier irgendwas im Wald versteckt? Nee. Ja, man läuft am Anfang dann doch an ein paar Rots vorbei. Oh, hier ist es. Okay. Ja, alles klar. Hier kann ich mit der Maske interagieren. Auch das finde ich ganz cool gemacht, dass man so über die Erinnerungen ein bisschen Hintergrundinformationen bekommt über, in dem Fall Taro. Das ist echt schön irgendwie. Ah, ihr seht auch jetzt unsere Kreatur. Level 2 ist schon ein bisschen fitter unterwegs. Und wir können jetzt hier noch einen Schrein befreien. Wunderbar. Das gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Ich glaube sogar genug, um uns jetzt hier die neuen Fähigkeiten zu sichern. Okay. Oh, mehr stärkeres Schild. Das ist natürlich super cool. Aber jetzt holen wir uns noch den Schlag hier. Das ist der Kollege hier. Auch nicht verkehrt. Und dann geht's weiter. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Sondern wir wollen jetzt hier weiter hoch auf den Berg. Okay. So, kommt man hier nicht irgendwie? Ah, verdammt. Das geht wohl anders. Ah, vielleicht? Ah, komm mal. Schafft das? Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, aber ich glaube... Ah, nein, ich schaff's nicht. Okay. Wie komme ich da hoch? Irgendwie kommt man da nämlich hoch. Ich probiere es mal doch nochmal anders, hier außenrum. Ich meine nämlich, dass auch da ein kleiner Rott versteckt ist. Muss man das von hier machen? Komme ich von hier darüber? Nee, auch nicht. Ah, okay, naja. Nicht viel schöner, aber doch beim ersten Mal. So, dann sammeln wir den ein. Zack. Sehr schön. Ja, und ihr seht, jetzt brauchen wir tatsächlich schon 20 weitere Rott, um das nächste Level zu erreichen. Also, das steigert sich hier ungemein. Und da kann man plötzlich erahnen, wie viele von den kleinen Kerlchen man hier einsammeln kann. Okay, jetzt geht's weiter. Oh, oh nein, das gibt's nicht. Ja, das meine ich. Also das ist das mit dem Springen hier. Es fühlt sich manchmal ein bisschen so an, als könnte man Dinge mit einem Sprung schaffen, was ja irgendwie auch nett wäre, aber im Grunde braucht man immer einen Doppelsprung. Also auch hier ist es einfach nicht machbar mit einem Sprung und da finde ich die Entfernungen so ein bisschen. Der einfache Sprung ist quasi, ja, nutzlos, mehr oder weniger.
Das heißt, man fängt an, immer Doppelsprünge zu machen. Oh, okay, da ist Russos Haus. Okay, und da scheint auch so ein bisschen Infizierung am Start zu sein. Jetzt gehen wir hier erstmal den Schleichweg hier runter. Auch hier sollte noch ein kleiner Rott zu finden sein. Zack. Immer ein kleines, nettes Segment. Und dann haben wir schon 17. Und dann sollte es hier aber weiter hochgehen, ja. Okay. Und jetzt kommt, glaube ich, eins der, oder wenn nicht das größte Klettersegment im Spiel. Wo ich allerdings auch froh bin, dass es davon nicht viel mehr gibt, weil es ist tatsächlich jetzt nicht besonders spannend an der Stelle hier oder generell. Aber man kann so ein bisschen die Aussicht genießen, wie cool das Game aussieht. Und auch das sollte man ja ab und zu mal zu schätzen wissen. Das ist so ein bisschen Uncharted-mäßig hier, finde ich, an der Stelle. So, okay. Dann gehen wir hier rüber. Ich meine, dass es hier nicht wirklich was zu entdecken oder zu verpassen gab an der Stelle. Okay, so. Ah ja, doch, hier. Hier gab es zwei Wege, ganz subtil hier. Und wir nehmen erstmal den rechten. Und wenn ihr euch noch erinnert, wir haben ganz am Anfang, oder im zweiten Teil war das, glaube ich, im Dorf, eine kleine Nachricht über die Klippen oder den Raum hier in einem der Häuser gefunden. Und hier haben wir wieder eine Geisterpost. Das ist die, die dazugehört. Und dementsprechend können wir die dann das nächste Mal, wenn wir im Dorf sind, hier schön abliefern. Und das sollte auch die einzige sein, die es hier an Russosberg gibt. Dementsprechend haben wir jetzt schon eine Sache auf unserer Collectible-Liste hier an Russosberg abgehakt. Da ist es in Rot markiert. Und das wollen wir natürlich am Ende für alle haben. So, jetzt geht's hier abwärts. Einmal hier rum. Okay. Und dann haben wir es gleich geschafft hier mit der Kletterpartie. Noch einmal hier hoch. Und geschafft. So, hier geht's weiter. Jetzt dreht euch aber an der Stelle einmal um. Beziehungsweise ich mache das jetzt mal, denn auch hier gibt es noch ein kleines Versteck zu entdecken. Und wir bringen mal unseren Felsbrocken hier einmal darüber. Zack. Und dann können wir hier noch einen weiteren Rott befreien. Klack. Ist immer nett, wie sie mit ihrem Stock auf den Boden haut. So, und da haben wir 18 von 35 für das nächste Level. Okay. Und jetzt geht es hier über die Brücke. Halt mal, ich glaube, hier geht es vorher sogar noch nach rechts. Ja, ich bin mir sicher, dass die Rott helfen können. So, und hier kriegen wir unsere erste korrupte Kiste. Das sind so kleine Challenges, die man abschließen muss. In dem Fall nicht getroffen zu werden. Das ist teilweise gar nicht so leicht. Also ihr seht, wir sind jetzt hier bei null Energie sozusagen und jetzt dadurch gezwungen, hier das zu schaffen, ohne einen Hit zu bekommen. Das kann recht spannend werden. Jetzt machen wir hier noch eine kleine Superattacke. Nein, das gibt's nicht. Jetzt hat der mich erwischt, der Kleine. Ja, ihr seht, gar nicht so leicht, wobei ich mich natürlich nicht gut angestellt habe. Boah, muss ich jetzt nochmal den ganzen Weg da hochlaufen? Tatsache. Das ist ja gemein. Okay. Na gut, dann gehen wir nochmal da hoch. Und probieren das Ganze nochmal. Zack. So. Da gibt es auch Challenges, die gehen auf Zeit oder welche. Da geht es nur darum, alle Gegner zu besiegen. Das ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Oh, verdammt, ich muss mal mehr meine Blockattacken nutzen, aber das war jetzt
wichtig. So, jetzt haben wir das gepackt. Und genau, dann ist die korrupte Kiste geheilt sozusagen. Und dann kann man sie auch öffnen. Wir kriegen hier einen weiteren Hut. Sehr schön. Dann können wir hier noch ein bisschen Kohle sammeln. Vielen Dank. Auch hier in diesen Kisten ist immer Kohle. Und überall, wo diese Anhänger sind, kann man auch die aktivieren und kriegt auch nochmal Kohle. Also Kohle gibt es wirklich genug. Und was wollte ich jetzt gerade gucken? Ah, auf der Karte. Wir sehen jetzt hier die verfluchten Truhen. Haben wir jetzt hier in diesem Gebiet auch schon alle gefunden. Auch da gab es tatsächlich nur eine. So, jetzt gehen wir mal nochmal über die Insel hier. Über die Brücke drüber. Das sollen die Rott hier richten. Hurry, I don't think they can hold it for long. Okay. Zack. Und weiter geht's. Ja, und hier jetzt an Russos Haus, seht ihr, ist einiges an Korruption. So, und der zeigt uns jetzt den Weg. Oh. Okay, also hier sagt sie, jetzt gibt es ein Relikt und ihr seht da hinten schon diese große Blume und die sagt uns, dass da womöglich einer der schwierigeren Kämpfe auf uns wartet. Okay. Ja, den suchen wir jetzt hier gerade, den Russo. Aber der scheint noch weiter oben auf dem Berg zu sein. Dann würde ich sagen, wenn wir einen Weg drumherum finden sollen, gehen wir doch erstmal hier lang. Oh. Oh, ich habe gerade schon gedacht, jetzt geht's aber los. Der ist aber wieder verschwunden. Oh, das gibt's nicht, ey. Wie viel Schaden das macht. Und ich brauche jetzt hier unbedingt einen Rottpunkt, um überhaupt die... Wow, Alter. Um hier überhaupt diese Blume heilen zu können. Also das ist echt tricky hier. Okay. Ah, oder ich nehme den hier dafür. Das ist auch eine Möglichkeit. Machen wir den hier noch ein bisschen platt. Aua, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Da war ich jetzt noch in der Animation von der Kreatur. Jetzt heilen wir die noch schnell. Wobei ich meinen Punkt vielleicht hätte lieber verwenden sollen, um nicht zu heilen hier. Okay, jetzt probiere ich mal was. Was ist, wenn ich diese ganzen Gegner jetzt hier... Verschwinden die? Boah, die verschwinden. Puh, was ein Glück. Okay. Das war knapp. Das war richtig knapp. Was will er da? Ah, das muss ich reparieren, genau. Also ich muss sagen, die Meister-Geisterführer-Schwierigkeit ist heavy. Also probiert das auf keinen Fall als ersten Durchgang, weil ihr werdet an den Bossfeinden, so wie ich wahrscheinlich später auch, scheitern. Die sind so tough. Es ist wirklich nicht leicht. Naja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit Kena. Ich hab's auf jeden Fall. Lasst ein Like da. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das auch versucht, hier die Meister-Geisterführer-Schwierigkeit anzugehen oder ob ihr das Spiel einfach nur gern guckt oder ob es euch überhaupt gefällt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu Kena. Bridge of Spirit. Bis dahin und tschüss.